Ich bin volle Kanne, hey, ich bin volle Breite. Ja, so bin ich. An Gottes Seite, ich gebe voll Gas, ich bin auf Tour. Ja, so bin ich. In Gottes Spur. Hallihallo, Kinder. Schön, dass ihr zur zweiten Jam-Post eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig auf das heutige Jam. Juhu, juhu. Aber wisst ihr was? Ich wollte euch ja heute ein bisschen mein Schlösschen zeigen, wie es vorangeht. Ich bin leider nicht ganz so vorangekommen, aber ein bisschen, und das zeige ich euch jetzt. Dafür muss ich aber hinter die Kamera. Jenny, geh mal weg. Ich muss da hin. Ja, ist ja gut, Billy. Moment. Oh, das ist ja richtig schwer, Mensch. Aber guckt mal, hier ist mein Schloss. Das sieht richtig gut aus, nicht wahr? Ihr habt das ja letzte Woche nur ein bisschen gesehen. Aber ihr seht jetzt hier unten, ist es richtig nass. Ihr seht, es ist richtig, 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 richtig viel Arbeit. Oh, das ist so viel Arbeit. Aber hahaha, ich bin ja nicht allein, sondern ein Freund von mir hilft mir gerade richtig toll. Da bin ich. Tada! Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Tippli-Tops. Wuhu! Klasse! Schön, Tippli-Tops, dass du da bist. Ich freue mich da total drüber. Aber Tippli-Tops, soll ich dir was verraten? Ja. Was denn? Heute in der Geschichte geht es um dich. Was? Das kann nicht sein. Doch, doch, doch. Heute geht es um Schildkröten. Um Schildkröten? Da fühle ich mich ja richtig geehrt. Ja, Tippitaps, das kannst du auch. Und was wird denn da erzählt? Na, also es wird erzählt, wo du herkommst und was du isst und ob du eher ein Schwimmer bist oder eher auf dem Land, ob du Freunde hast oder eher nicht. Also ganz viele Dinge werden wir heute über dich und deine Verwandtschaft erfahren. Wow, das ist ja richtig cool. Da bin ich ja total gespannt. Kinder, seid ihr auch gespannt? Also, ich bin richtig aufgeregt. Aber bevor wir jetzt in die Geschichte gehen, singen wir natürlich erstmal noch, na, ein Lied. Genau. Wir sagen dann erstmal Tschüssi. Superman und Donald Duck stecken alle in den Sack. Asterix und Obelix. Die sind stark, da gibt es nichts. SpongeBob SquamKopf ist auf Draht. Mickey Maus weiß immer Rat. Super ist auch Mario, der rennt bis nach Ultimo. Alle retten diese Welt, doch Jesus ist der größte Held. Es ist unglaublich, dass er mich liebt. Es ist unglaublich, was er mir gibt, weil er alles in den Händen. Alexander, der war groß, dem fiel Indien in den Schoß. Kolumbus fand Amerika, gut war Mutter Teresa. Robin Hood und Kennedy, diese zwei verzagten nie. Marilyn war schön und blond, doch viel schlauer ist James Bond. Alle retten diese Welt, doch Jesus ist der größte Held. Es ist unglaublich, dass er mich liebt, es ist unglaublich, was er mir gibt, weil er alles in den Händen hält. Ist er der wahre Held der Welt? Es ist unglaublich,
eingeschaltet hast zu unserer mittlerweile zweiten Jam-Post. Richtig cool, dass du dabei bist. Ja, den Tipli-Taps, den habt ihr ja jetzt schon kennengelernt. Habt ihr auch aufgepasst, was der Tipli-Taps für ein Tier war? Richtig, der Tipli-Taps war eine Schildkröte. Und um Schildkröten soll es in unserer Geschichte heute gehen. Schildkröten sind nämlich eigentlich auch richtig coole Tiere, so wie das Chamäleon letzte Woche. Sie sind auch nicht so schnell, aber unter Wasser sind sie richtig schnell, also passt gut auf. Also, Schildkröten leben in Ozeanen, in Meeren und in Seen. Also leben fast überall, wo Wasser ist, kann es Schildkröten geben. Außer am Südpol und am Nordpol, da wohnen sie nicht. Schildkröten haben dunkelgrün, braune, schwarze Beine. Sie haben einen Kopf, einen Schwanz und dann haben sie ihren Panzer, der richtig fest wird und der sehr hart werden kann. Und an diesem Panzer haben sie zwei Öffnungen, einmal für Kopf und Vorderbeine und einmal für ihren Schwanz und die Hinterbeine. Schildkröten können zwischen 10 cm und 2,50 m groß werden. Wie ihr seht, Schildkröten sind auch ziemlich unterschiedlich. Und die können auch unterschiedlich schwer werden. Nämlich zwischen 100 Gramm und 1000 Kilo. Schildkröten können also auch ordentlich viel wiegen. Am Land sind sie eher langsam. So ganz geschmeidig tapsen sie über die Erde. Vielleicht habt ihr ja Schildkröten schon mal gesehen, die sind echt nicht so schnell. Aber unter Wasser, die Wasserschildkröten, können bis zu 35 km/h schnell schwimmen. Das ist richtig gut. Am liebsten essen Landschildkröten Pflanzen, Gemüse, Salat. Und Wasserschildkröten essen dann kleine Fische, Tintenfische, auch Pflanzen, Quallen und Krebse. Und wisst ihr was? Schildkröten können richtig, richtig, richtig alt werden. Die können bis zu 200 Jahre alt werden. Das ist richtig alt. So alt werden noch nicht mal unsere Omas. Und wisst ihr was? Die älteste Schildkröte aus Indien soll sogar 255 Jahre alt geworden sein. Das ist auf jeden Fall ein stolzes Alter. Aber die Schildkröte hat nicht nur Freunde, sondern sie hat auch Feinde, die sie fressen wollen. Zum Beispiel Haie, Krokodile, Raubvögel. Und auch wir Menschen sind ein Problem. Was gibt es Besonderes an Schildkröten? Also es gibt so über 250 Arten von Schildkröten. Davon sind 40 an Land. Schildkröten sind wie die Chamäleons auch Reptilien. Und im Winter schlafen sie 3 bis 4 Monate. Das wäre was. Da würde ich mich auch richtig drüber freuen, wenn ich 3 bis 4 Monate nur in meinem Bett liegen könnte und schlafen könnte. Und der Billy hat ja vorhin schon sowas gesagt wie, naja, ob du Freunde hast oder keine Freunde hast. Und tatsächlich ist es so, dass manche Schildkrötenarten eher allein leben. Wenn die Weibchen am Land ihre Schildkröteneier vergraben, kommt es meistens vor, dass die Weibchen dann einfach wieder ins Meer verschwinden oder in den Ozean verschwinden und ihre Eier da alleine lassen. Und die ganzen kleinen Babyschildkröten, die dann schlüpfen, die müssen, wenn sie geschlüpft sind, richtig schnell ins Wasser, damit kein Raubvogel und kein anderes Tier sie fressen kann. Aber keine Sorge, es gibt auch Schildkrötenarten, die kümmern sich um ihre kleinen Babys. Da schlüpfen dann die kleinen Schildkröten unter den großen Panzer der Mama und finden da dann Schutz. Also unter dem Panzer finden die Babys Schutz bei ihrer Mama. Sie können richtig gut sehen. Sie können also sehr weit gucken, also können sie auch sehr weit schon ihre Nahrung sehen. Aber sie können überhaupt nicht gut hören. Diese Schildkröten sind uns ein richtig gutes Vorbild. Die haben nämlich einen richtig harten Panzer. So hart, dass sich die Feinde an diesem Panzer die Zähne ausbeißen. Und wenn dann Gefahr droht, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn da irgendwas angeschwommen kommt oder an Land irgendein Tier kommt, ziehen sie ganz schnell ihren Kopf ein und ihre Füße ein und ihren Schwanz ein und dann sind sie im Panzer und da sind sie geschützt, weil sie nämlich an ihren Fußsohlen, ist das auch ein bisschen härter, da kommen Feinde auch nicht so schnell durch.
Also, sie sind richtig geschickt an der Stelle. Und natürlich ist so ein Panzer auch total praktisch, weil wenn es regnet, kann man einfach wie bei einem Regenschirm sich nach drinnen verziehen und dann wird man nicht nass. Und wenn eine Schildkröte in Wüstengegenden wohnt, ist das natürlich auch ein guter Hitzeschutz, damit man eben keinen Sonnenbrand bekommt. Und den Panzer, wisst ihr, den kann man total gut mit unserem Gott vergleichen. Wenn wir mal in Not sind, dann ist Gott wie der Panzer der Schildkröte. Zu ihm können wir uns zurückziehen, wenn wir Angst haben, wenn wir verunsichert sind, wenn wir mal nicht weiter wissen. Bei Gott haben wir Schutz. Wie unter dem Panzer bei einer Schildkröte. Und genau so war es auch bei David. Den hatten wir ja letzte Woche schon, ne? Das war der kleine Hirtenjunge, der von dem Propheten Samuel auserkoren wurde, der nächste König zu werden. Und keiner hätte gedacht, dass das Königsmaterial ist. Aber Gott hat sein Herz gesehen und hat durchaus gesehen, der wird König und der hat ein reines Herz. Und mit dem gehe ich da an der Stelle weiter. Und der David war ja Hirte und er hatte da an der Stelle kein einfaches Leben. Weil als Hirte musst du ja ganz viele Schafe hüten. Aber Schafe sind ja keine wilden Tiere, sondern wilde Tiere fressen Schafe. Und so kam es hin und wieder, dass der David gegen Bären kämpfen musste oder gegen Löwen. Und da musste der kleine Hirtenjunge sich ordentlich behaupten. Aber er hat immer auf Gott vertraut, dass Gott ihm auch hilft in diesen Situationen. Und dann gab es ja auch noch diese Geschichte mit diesem Riesen, mit diesem Goliath, erinnert ihr euch? Der war so riesig, so ein großer Mann. Da könnte ich sogar noch hochgucken, weil das so ein Riese war. Zu dem Zeitpunkt, als die Geschichte mit Goliath war, gab es einen anderen König. Da war David noch kein König, sondern der war dann noch der kleine Hirtenjunge. Und da gab es den König Saul. Und der Saul hatte Krieg mit einem Land, also mit dem Philisterland. Sie sammelten ihre Soldaten, aber haben Israel nicht angegriffen, sondern sie haben ihren stärksten und größten und mächtigsten Krieger nach vorne geschickt und haben gesagt, Goliath, du kämpfst. Und das haben sie gemacht. Goliath kam 40 Tage und 40 Nächte jeden Morgen und jeden Abend aus dem Heer heraus und hat gerufen, na, wer will jetzt gegen mich kämpfen? Und das Heer der Israeliten war so furchtsam. Die hatten so eine Angst. Die wussten gar nicht, was sie machen sollen, weil es so unrealistisch war, diesen Riesen zu besiegen. Aber der kleine David, der wollte sich das nicht bieten lassen. Der hat gesagt, ich will es probieren. So kann der hier auch nicht mit unserem Gott umgehen. Der kann nicht mit dem Volk so umgehen. Den werde ich besiegen. Und der ist zu Saul hin und hat gesagt, Saul, pass auf, ich würde es gern probieren. Lässt du mich gegen Goliath kämpfen? Ja, also Saul hatte ja keine bessere Alternative und wenn es schon mal jemanden gab, der das zumindest probieren wollte, ja, warum nicht? Und in dem Krieg von den Israeliten und den Philistern waren auch drei von Davids Brüdern mit dabei. Der Eliab, der Abinadab und der Schammah. Die drei Brüder waren an vorderster Front, das waren die Ältesten. Und dann kommt der Jüngste und will gegen diesen Riesen antreten. Das klingt schon komisch, oder? Aber er hat es gemacht. Er ist zum Bach gelaufen, hat sich ganz flache Steine geholt, hat seine Steinschleuder mitgenommen und ist zu dem Riesen vorgetreten und hat gesagt, hier bin ich, lass uns kämpfen. Was Besseres habt ihr nicht zu bieten? Diesen kleinen Pimpf schickt ihr an die Front? Da könnt ihr ja gleich einpacken, meinte Goliath. Und der David hat dann nur gesagt, du kommst vielleicht mit schwerem Geschütz, du kommst mit einem fetten Helm, mit einem Brustpanzer, mit einem Speer, mit richtig was für die Knie, aber, ich komme im Namen des Herrn, des Volkes Israel, den du versuchst zu verspotten und schlecht zu machen. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausging. Es kam tatsächlich so, dass dieser kleine Hirtenjunge seine Steinschleuder nahm, den Stein losschleuderte und direkt Goliath auf die Stirn traf.
und der Goliath fiel tot um. Und David hat die ganze Situation gerettet. In einem seiner Gebete hat David mal gesagt, du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten. Er hat diese Worte zu Gott gesprochen. Er liebte ihn und er wusste, dass er Gott vertrauen kann. Und David hat Gott echt erlebt in diesen ganzen Situationen mit dem Löwen, mit dem Bären und auch in der Situation mit Goliath. David meinte mit diesem Vers, du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst beschützen, nicht den Regenschirm, den wir kennen, sondern er meinte, dass Gott viel stärker ist und viel größer ist als all das, was mir Angst machen kann. Du und ich kennen Angst auch. Die Angst vor dem Besuch in der Kita, die Angst, das erste Mal in die Schule zu gehen, die Angst, vielleicht auch ohne Mama in der Kita zu sein oder die Angst vor Spinnen oder anderen Tieren, die Angst, manchmal nicht zu wissen, was morgen kommt. Und vielleicht hast du gerade ganz andere Ängste in deinem Leben, so wie wir alle gerade ein bisschen ängstlicher sind, weil wir auch nicht wissen, wie diese ganze Situation weitergeht, auch mit Corona. Aber wisst ihr was? Gott sieht deine Angst und Gott sieht meine Angst. Gott versteht dich. Und Gott weiß, dass unsere Ängste manchmal wie ein Riese wirken, also wie der Riese Goliath. Groß, schwer und auf gar keinen Fall zu besiegen. Gott nimmt uns nicht einfach immer die Probleme weg, das hätten wir vielleicht gerne, aber er hilft uns, dass wir uns unseren Ängsten stellen können. So wie David dem Goliath entgegentreten konnte, so kannst du deinen Ängsten entgegentreten mit Gottes Hilfe. Gott ist da und Gott ist immer da. Und am besten lernst du diesen Bibelvers, du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, auswendig. Dass du dich immer daran erinnerst, dass du nicht allein bist, sondern dass ein Gott an deiner Seite sein möchte, der dir hilft und der möchte, dass du keine Angst hast und dass du dich bei ihm bergen kannst und bei ihm Schutz suchen kannst, wie eine Schildkröte sich in den Panzer zurückzieht. So möchte Gott dein Panzer sein, dass du keine Angst mehr hast. Mit ihm kannst du reden und er hört dir zu. Bis nächste Woche. Bis dann.